mich. Ne? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 24.000 Neuerkrankungen und 15.000 Todesfälle aufgrund von Krebs gab es in Hessen zumindest im Jahr 2013, entsprechend des letzten vorliegenden Krebsberichtes aus dem Jahr 2017. Das ist immer eine sehr lange Zeit, bis die Berichte vorliegen. Das sind sehr, sehr viele Gründe, diesem Thema besondere Sorgfalt zukommen zu lassen. Das Krebsregister hat die Aufgabe, Erkenntnisse für eine gute und effektive Behandlung zur Verfügung zu stellen. Aber auch mit dem Krebsregistergesetz war bei uns trotz aller Skepsis die Hoffnung verbunden, dass wir mit der Zeit mehr über die Häufung von Krebserkrankungen erfahren können. Unser Interesse ist zu wissen, in welchen Regionen, in welchen Lebensverhältnissen welche Krebserkrankungen in höherem oder geringerem Maße entstehen. Und neben den Erkenntnissen für eine bessere Behandlung ist das epidemiologische Register hilfreich. Aber wir bleiben weiter skeptisch, dass das Krebsregister irgendwann einmal Hilfestellung gibt bei den Risiken, die zu Krebserkrankungen führen. Beispielsweise spielt bei der Erfassung der Daten der berufliche und Arbeitskontext keine Rolle. Das sehen wir als Mangel an. Es gibt nicht wenige Arbeitsstoffe, die im Verdacht stehen, Krebserkrankungen hervorzurufen, wie beispielsweise Asbest und Produkte der Pharmaindustrie, bei denen Zusammenhänge mit Lungen- und Harnblasenkrebs erkannt wurden. Diese Daten könnten eigentlich gut mit einer zentralen Datenbank verbunden werden, bei denen die Arbeitgeber Meldungen eingeben wegen des Umgangs mit Gefahrenstoffen. Aber leider sehen wir da noch kein großes Erkenntnisinteresse. Bei der Verabschiedung des Gesetzes 2014 haben wir die Dinge angemahnt, genau die drei Dinge, die Herr Bartelt gesagt hat, die jetzt bei dieser minimalen Anpassung geändert werden. Allerdings war damals unsere Kritik umfassender. Und auch jetzt hat die Anhörung gezeigt, dass es doch der vorliegende Entwurf nicht den notwendigen Erfordernissen entspricht. Ich will nur auf die wichtigsten Argumente der Anzuhörenden eingehen, die von der Landesregierung nicht berücksichtigt wurden. Ein Problem ist das Problem der Vollständigkeit. Ein Krebsregister ist nur dann wirksam, wenn es mindestens 90% und mehr der Krebserkrankungen erfasst werden. Da macht es uns besonders hellhörig, von den Krankenkassen zu hören, dass sie schon von langer Zeit darauf hingewiesen haben, dass der Aufbau des Krebsregisters in Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr schleppend vorangeht. Genau. In der Anhörung wurde deutlich, dass die Förderkriterien für Hessen bisher nicht erfüllt sind und dass es hier Nachbesserungsbedarf gibt. Dies hat unter anderem mit fehlendem Personal beim Krebsregister zu tun, aber es hat auch, hört, hört, mit schleppender Digitalisierung zu tun. Das wäre doch noch einmal ein Thema, ne? Digitalisierung im Krebsregister. Genau. Ein weiteres Problem sind die fehlenden Meldungen von den Ärzten und von den Krankenkassen. Hier werden Sanktionsandrohungen von einigen als probates Mittel genannt. Das wird auch in anderen Bundesländern so praktiziert. Gerade die Menschen, die auch in der Anhörung dabei waren, die selbst an Krebs erkrankt sind, fordern dies deutlich, um mit einer vollständigen Erfassung mehr Ergebnisse und klarere Ergebnisse zu erreichen. Deutlich haben uns die Krankenhausträger gemacht, dass nur ein Teil ihrer Kosten für die Meldung erstattet wird. Das ist halt so typisch, dass Krankenhausträger ständig diese Anmerkung machen, dass ihre Kosten nicht erstattet werden. Hier in dem Fall deckt die Vergütung nur etwa ein Drittel der Kosten, die sie tatsächlich haben, ab. Das ist zwar auch auf Bundesebene festgelegt, allerdings richtet sich die Landesregierung bei den Meldungen an das Kinderkrebsregister an den niedrigen Beträgen aus. Hier hätte man ein Zeichen setzen und sich zusätzlich auf der Bundesebene für eine bessere Finanzierung einsetzen sollen. Das ist leider nicht passiert, und somit wird auch die Wirksamkeit des Registers riskiert. Es gab weitere Kritikpunkte an dem Gesetz. Moniert wurde die Fach- und Rechtsaufsicht in einer Hand. Moniert wurden die fehlenden Aufklärungen der Erkrankten, was mit ihren Daten passiert und warum die Datenerfassung erfolgt. Hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Auch sollte die Bedenkzeit beim Widerspruch im Gesetz eingeräumt werden. Diese Bedenken und Vorschläge wurden von den Regierungsfraktionen nicht ernst und auch nicht übernommen. Deswegen werden wir uns, wie bei der Verabschiedung des Gesetzes, auch bei der aktuellen Änderung nur enthalten können.